gelaunt auf dem Weg zur Arbeit. Gute 20 Therapietage ist es schon her, dass Susanna dank der Beratung von Sobest und den Globuli ihr Gewicht reduziert. Seitdem hat sie ihre Ernährung und ihre Einkäufe optimiert. Sie bewegt sich leichter und mehr und vor allem ist es Susanna anzusehen. Mit dem bloßen Auge, aber auch wenn man sich die Werte anschaut. Von 88,6 ging es in der ersten Therapiehälfte auf zuletzt 81,2 Kilo. 7,4 Kilo also leichter. Pünktlich zur Halbzeit wird nochmal gewogen. Das Ziel waren ja, wir erinnern uns, 8 Kilo purzeln zu lassen. Susanna, eigentlich stünden den letzten 600 Gramm nichts im Wege. Eigentlich. Doch wir werfen kurz einen Blick auf deine letzten Tage. Darunter waren Buffets, Kinderfeste und weitere Termine. Hallo, heute bin ich als Patin auf einer Kinderkommunion und bekanntlich gibt es da ja viel Kuchen. Und es wird gerade ganz schön schwer, weil also das macht es mir nicht wirklich einfach, aber ich werde alles mal probieren. So, so, Susanna, du kleine Naschkatze. Dann schauen wir mal, ob sich das jetzt rächt. Rauf auf die Waage. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Das ist mein heutiges Gewicht. Ich bin glücklich. Endlich wieder eine 7 nach vorne. Moment mal. 88,6, 7,4 schon verloren, 3 im Sinn, macht 8,7 Kilo. Wow, Susanna. Und das sind nicht die einzigen guten Werte, denn die Waage errechnet noch wesentlich mehr Punkte. Wir schauen uns 3 davon genauer an. Zu Beginn der Sobest-Therapie ist das Alter von Susanna 40. Ihr metabolisches Alter, also so wie sich ihr Körper fühlt, liegt aber bei 53. 6 Wochen, 20 Therapietage später ist sie 11 Jahre jünger geworden. Der Fettanteil ist von 35,6% auf 31,4% gesunken. Muskelmasse blieb unverändert und wurde nicht abgebaut. Auch in Zentimetern gesprochen ist Susanna schon ein ganzes Maß näher an ihrer Wunschfigur. In Zahlen sind das 2 cm weniger am Oberarm, 9 cm am Bauch, 4 cm weniger an der Hüfte und 5 an den Oberschenkeln. Abschließend bleibt also zu sagen, Halbzeitziel 8 Kilo zu reduzieren, somit erreicht. Sie ist von solide gebaut über fettleibig zu aktuell normal übergegangen. Hört sich doch alles super an, Susanna. Was sagst du? Ich habe es ja nicht gedacht, aber habe ich gar nicht zugenommen, obwohl ich gesündigt habe. Wie gesagt, ich hatte Alkohol und ich hatte sogar eine Portion Tortellini und was Süßkram. Aber das heißt, ich habe mich trotzdem daran erinnert, dass Sobest es mir auch mal ermöglicht, also meine Therapie ermöglichte, hin und wieder über die Stränge zu schlagen. War klar, dass dein Fazit sich wieder ums Essen dreht. Auf der Arbeit fällt uns zumindest auf, Susanna ist viel aktiver. Sie nimmt öfter die Treppen, Fragen werden nicht übers Telefon, sondern gleich persönlich geklärt und, was für unsere kleine Carrie Bradshaw am wichtigsten ist, es stehen wieder mehr Schuhe zur Auswahl. Passend zum Thema, Susanna will leichter werden. Susanna wurde leichter, weil es wurde mir leichter gemacht, auch wieder Pumps zu tragen. Ich trage gerne einen hohen Schuh und mit minus 8 Kilo ist es wirklich wieder schön, einen Pumps zu tragen. Dann seien Sie das nächste Mal dabei, wenn wir zum Umstyling gehen. Hierbei Susanna will leichter werden.